Ich möchte heute mit euch ein Ereignis teilen, welches mir widerfahren ist und welches symbolisch dafür ist, dass so sehr man sich mit einem bewussten Leben auseinandersetzt, so wenig kann man Situationen vermeiden, indem man in Automatismen wieder gefangen ist, indem alte Konditionierungen, alte Muster wieder aktiviert werden. Und umso schöner, wenn dieses Muster sich dann bam, wieder auflöst. Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr 10 Minuten, dass ich mir lange überlegt habe, weil ich möchte ja so langsam auch meine Wohnung aufräumen oder minimalisieren, um dann flexibler eventuell ohne Wohnung leben zu können oder mit einer abgespeckten Wohnung. Und keine Ahnung, auf jeden Fall gab es eine Holzschale. Und diese Holzschale habe ich mir irgendwann mal auf einem Handwerkermarkt gekauft. Und also Olivenholz, und die war sehr teuer. So. Mittlerweile bin ich auch vollkommen im Reinen damit, teure Sachen, die irgendwann mal teuer war, zu verschenken, wegzugeben. Und ja, und dann hatte ich die Holzschale und zeitgleich brauchte ich für meinen Schlafbereich hier so eine kleine Erhöhung, wo man was draufstellen kann. Und da habe ich mir überlegt, okay, dann bohre ich die Holzschale an den Schrank und muss natürlich in der Holzschale dann auch ein bisschen bohren und dann hat die Holzschale von unten ein Loch. Das sieht man von oben nicht, aber von unten hat die ein Loch und mache ich das, das war doch so eine teure Holzschale. Und ja, letztlich bin ich dann dazu gekommen, klar, mache ich. So. Und dann habe ich in dieser Holzschale angefangen, ein Loch zu bohren. Und ich habe 100 Mal geschaut, kommt das dann, also wenn jetzt von unten die Schraube sitzt, kommt die Schraube durch. Wie wird die Oberfläche verletzt, damit das, die Holzschale noch möglichst gut aussieht? Wir haben ja 1000 Gedanken gemacht bei der Bearbeitung dieser Holzschale, wie ich die an den Schrank kriege und vor allem wie ich die Holzschale dann mit Winkeln versehe, dass das alles gut ist. Und habe mich dann geärgert, dass die Schraube falsch reingeht, dass da so ein großer Grat entsteht. Jeder kann das nachvollziehen von euch. Der Gedanke kam dann, hätte ich doch nur einfach ein Stück Holz aus dem Garten genommen oder aus dem Keller vielleicht noch. Ja, und das ging bestimmt 10 Minuten meines Lebens so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich die Holzschale nicht groß verletze und dass ich vielleicht die Holzschale irgendwann wieder gebrauchen kann, wenn ich sie nicht mehr an meinem Schrank brauche. Naja, das Ende vom Lied ist, die Holzschale ist bei der Bearbeitung runtergefallen und ist kaputt gegangen. Die Holzschale war kaputt. Ihr habt unten gesehen, die ist in zwei Teile aufgesprungen, das Holz irgendwie aufgesprungen. Dort, wo ich die Schraube auch reingedreht habe und ist aufgesprungen und ist kaputt. Kannst du es nicht mehr benutzen. Auch nicht für die Option mit dem Schrank. Und als ich das so gesehen habe, ach Mist, ist dann runtergefallen, dann habt ihr den kaputt gesehen, dann war ich erleichtert. Und dann konnte ich die Holzschale nehmen und wegschmeißen. Alles war gut. Ich möchte gern den Raum lassen und das nicht analysieren mit euch, sondern geht mal in euch, was das bedeutet.